Thank you.
from this place now. Thank you.
teacher, one for coffee in the middle of the night. Just head back to the cabin. Avoid eye contact. Sie können den Kaffee auf dem Tisch abstellen. Es ist harmlos. Stellen Sie den Kaffee. Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Ja. Sehr schöne arische Züge. Findest du nicht auch, Bobby? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Obersturmbannführer Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch, Bobby. Was soll das, mein Schatz? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Damit lassen sich Spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Person fließen, feststellen. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Aber antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung treffen. Gut. Lasst uns anfangen. Wählen Sie das Foto, das Sie erregt. Wenn Sie wissen, was ich meine. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmbannführer. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Ich hätte sagen sollen, dass das Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Ich sage Ihnen etwas. Wenn Sie ein Nicht-Arier gewesen wären, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilderrätsel mit fremden Männern zu spielen. Diese Bilder. Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts. Davon abgesehen kann ich ein Nicht-Arier mit bloßem Auge erkennen. Du etwa nicht. Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, eine bildhübsche Frau wird in seinem Abteil warten auf ihn. Ach, Bobby, lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freunde. William? Yes. Is that for me? Yes.
You know there's just one bed. Yes. Are you comfortable sharing? Sometimes Christmas. Sometimes birthdays. Sometimes mayhem, suffering, and death. Sometimes you just need to feel something good. Dort haben wir exakt 2 Stunden Aufenthalt, bevor wir in Richtung Zagreb weiterreisen, unserem endgültigen Reiseziel. I know where to go. A way to get inside Eisenblatt prison. There's a hotel. It's on the same street as secret police headquarters. Everybody knows about it. Secret police headquarters is notorious here in Berlin. They bring prisoners inside for questioning. They torture them. And then they drive them back to Eisenwald prison. If they're still alive. Something's happening. There's a prison transport arriving. Come quickly! They're making a pickup. You find a way to get down on the roof of that prison transport bus. You hide on that roof and you can ride it all the way into Eisenwald prison. I go down and distract the guard. And maybe he won't see you.